Im heutigen Video möchte ich euch die Google Maps Apps zeigen, die jetzt endlich wieder Einzug in iOS bekommen hat. Sprich, seit dem iOS 6 Update ist ja Google Maps allgemein rausgeflogen. Sprich, es war nicht mehr in iOS mit vorinstalliert. Sprich, hat man das Gerät geöffnet oder neu gekauft, konnte man Google Maps nicht mehr benutzen. Wurde ja dann eben ersetzt durch Apple Maps, sprich durch die eigene Kartenanwendung von Apple, die in diesem Fall einfach Karten nennt. Und da gab es ja wirklich sehr viel negative Kritik, hat auch Apple sich selbst zu geäußert, dass da nicht alles ganz glatt gelaufen ist und dass sie jetzt wirklich stetig daran sind, die App zu verbessern. Jetzt seit dem 13. Dezember ist Google Maps wieder kostenlos im App Store verfügbar. Ich habe mir die App natürlich gleich runtergeladen und mal ausprobiert. Ihr seht schon, das Icon hat sich ein bisschen verändert. Wir starten die App jetzt einfach mal. Vorweg kann man sagen, ich finde sie sehr gelungen. Werde euch jetzt auch zeigen, warum, was Neues im Vergleich zur Vorgängerversion und was die App alles kann. Wir sind hier ganz normal in der Standardansicht, können mit unserem Finger durch die Karten zoomen, können ganz klassisch mit der Pinch-to-Zoom-Geste herein und heraus zoomen. Haben hier die Kartenansicht, kann mich auch jederzeit lokalisieren lassen, indem ich hier unten einfach auf den Pfeil tippe, sehe dann meinen aktuellen Standpunkt, der auch wirklich sehr genau bestimmt wird. Habe auch die Möglichkeit, wenn ich hier rechts auf diese drei Punkte tippe, zum einen die Satellitenansicht aufzurufen, wenn ich das denn möchte. Sprich, hier kennt man es eben aus der Satellitenansicht. Habe auch hier die Möglichkeit, wie es jetzt in den Karten-App von Apple möglich war, mit zwei Fingern den Winkel zu verändern. Allerdings muss man hier sagen, dass es keine 360-Grad-Gebäude wie bei Apple gibt. Sprich, ich kann mich jetzt nicht irgendwie um ein hohes Gebäude drumherum bewegen, sondern das ist momentan alles noch eher flach. Aber mehr oder weniger dient das Ganze eher als Karten-App, sprich, wenn benutze ich auch nicht die Satellitenansicht, sondern diese. Habe außerdem hier noch zwei weitere Punkte. Wenn ich mich in Großstädten befinde, habe ich die Möglichkeit, über die Verkehrslage mir die aktuelle Verkehrslage anzeigen zu lassen. Genauso auch die Möglichkeit, auf öffentliche Verkehrsmittel zuzugreifen, sprich Bus, Bahn und ähnliches. Was auch schön ist, ich habe hier unten direkt einen Quick-Link in Google Earth. Wenn ich die App heruntergeladen habe und auf meinem Gerät installiert habe und ich befinde mich jetzt momentan an einem Punkt und möchte den gerne in Google Earth anschauen, dann reicht ein einfacher Tipp hier drauf und ich werde dann direkt in Google Earth weitergeleitet. Habe ich die App noch nicht heruntergeladen, werde ich in den App Store weitergeleitet und kann mir die dann auch da, wenn ich sie möchte, kostenlos herunterladen. Was jetzt neu ist, was die Vorgängerversion nicht konnte, ist, dass Navigation möglich ist. Sprich, ging natürlich vorher auch, allerdings musste ich mich immer mit den Pfeilen durch die einzelnen Schritte tippen. Jetzt haben wir das Ganze auch mit Sprachsteuerung. Ich tippe hier oben einfach auf das Routensymbol bzw. auf die Abzweigung, kann dann hier meine Route bestimmen, kann ganz klassisch wählen, ob ich mit dem Auto fahren will, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß. Meinen aktuellen Standard haben wir momentan als Startroute und wenn ich hier unten auf das Ziel gehe, lassen wir uns einfach mal zu unserem Autogeschäft in meiner Nähe leiten. Ich sehe dann hier die Route in der Übersicht, sehe hier unten, wie lang die Strecke ist. Sprich, wie viele Kilometer und wie lange ich ungefähr dafür brauchen werde. Ich kann jetzt hier unten auf Start tippen. Dann sehen wir, der erste Look ist schon ein bisschen, sage ich mal, angelehnt an die Apple-Anwendung. Ich sehe hier oben immer die nächste Sache, die ich machen muss, sprich in diesem Fall geradeaus fahren. Ist es auch mit Sprachsteuerung versehen, was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Habe jetzt verschiedene Möglichkeiten, kann mich einmal über die Kompassnadel neu orientieren, sprich das Ganze nach Norden ausrichten. Sehe hier unten immer, was mein nächster Schritt ist. In diesem Fall müsste ich dann rechts abbiegen. Wenn ich sage, ich möchte das nicht so und mir reicht eine Schritt-für-Schritt-Ansicht, dann kann ich hier unten auf diese drei Punkte tippen und habe dann die Möglichkeit, zum einen die Sprachführung stumm zu schalten, sprich, wenn ich nicht möchte, dass die Dame mit mir redet, und kann zur Schritt-für-Schritt-Liste springen. So kennt man es ja auch schon von früher, was möglich war. Sehe hier dann die einzelnen Punkte, die ich machen muss, um mich durchzunavigieren. Und kann so auch, wenn ich mich etwas besser auskenne oder sage, ich möchte die klassische Navigationssoftware nicht, das Ganze so benutzen. Finde ich auf alle Fälle sehr, sehr gut, dass das jetzt mit integriert wurde. Kann so wirklich als richtiges Navigationsgerät benutzt werden. Ich habe bisher immer Navigon benutzt, was man ja als Telekom-Kunde kostenlos herunterladen kann. Ansonsten glaube ich für 89 Euro. Ist auf alle Fälle eine gute Alternative, wofür ich es weiterhin benutzen werde, warum ich es mir auch runtergeladen habe, ist, wenn man einfach schnell eine Route herausfinden will, dann ist einfach die Google-Anwendung mit so das Schnellste, was man machen kann, sprich, wie weit ist die Entfernung zwischen zwei verschiedenen Punkten oder ähnlichem. Hier oben habe ich noch ganz klassisch die Möglichkeit, etwas zu suchen, sprich, ich kann hier zum Beispiel einfach München eingeben, München Hauptbahnhof wird mir dann angezeigt. Man sieht hier, was auch neu ist, wenn ich jetzt Ortsdetails anzeigen will, muss ich das Ganze einfach nach oben ziehen. Kann das Ganze dann so abspeichern, wenn ich möchte, als Punkt und kann den Punkt auch teilen. Hab hier gleich angezeigt, obwohl ich nicht mal eine Route eingegeben habe, wie lange das vor meinem aktuellen Standort mit dem Auto hierher brauchen würde.
Und was wir auch Neues neu haben, das Ganze ist etwas mehr mit dem Google Plus Konto jetzt verbunden, beziehungsweise mit dem eigenen Google Account. Ich habe hier die Möglichkeit, meine Zuhause, also meine Adresse daheim und meine Geschäftsadresse einzugeben und habe dann auch über die Einstellung noch die Möglichkeit, Adressen zu überarbeiten, kann hier Feedback geben und man sieht eben, das Ganze ist jetzt enger mit der ganzen Google Account verbunden als vorher. Ich finde die App also wirklich sehr, sehr gelungen. Sie ist absolut flüssig und lädt schnell. Da hat wirklich die Karten-App von Apple deutlich das Nachsehen. Deswegen habe ich die auch schon wieder in einen anderen Ordner verbannt und die Google Maps-Anwendung ist schon wieder auf meinem Home-Screen. Kann sie euch also wirklich nur empfehlen. Ladet sie euch einfach mal runter und probiert sie aus. Auch gerne beim Autofahren. Ich habe es bis jetzt einmal probiert und die Navigation hat mich also wirklich vollkommen zufriedengestellt. Sprich, ab und zu werde ich es wahrscheinlich dann auch als Navigon-Alternative benutzen oder je nachdem vielleicht auch dauerhaft. Die Sprechstimme ist ganz angenehm. Ist nicht ganz so robotermäßig, sage ich. Also wirklich alles im allen richtig gutes, gelungenes Paket. Da kann man dann auch verschmerzen, dass es etwas gedauert hat, bis die App dann im Store zur Verfügung stand. Kann sie euch also wirklich nur empfehlen, ladet sie einfach mal runter und probiert sie aus.